Heute geht es ja an eine Weiterführung von meinem Projekt. Das heißt, in der A-Klasse, das ist ein 160er Mercedes und die genaue Bezeichnung W168, aber eben in dieser langen Version. Somit habe ich hier innen drin deutlich mehr Freiraum. Das war mir einmal wichtig, da ich wusste, ich möchte hier einen kleinen Camper draus machen. Dass es klappt, habe ich ja schon probiert auf einem Campingplatz hier in der Nähe. Und ich zeige euch das nochmal. Also man sieht jetzt hier schon mal die ganze Liegefläche. Und es reicht, da hinten ist immer noch Raum. Hier ist immer noch Raum. Da geht es noch rein. Da ist dann meistens so dieser Notfallkoffer, einfach für Medikamente oder Papiere sind da drin. Einfach alles das, was man halt schnell braucht. Ein Griff und alles ist draußen. Der Sitz ist vorne und gerade in der Position. Ich habe meistens einen Heizer dabei, das ist dieser Radiator. Ich mache das mal ein bisschen frei hier. Dann sieht man den, das ist richtig ein kleiner schnuckeliger Monsana. Gibt es zurzeit natürlich nicht, kommt aber irgendwann wieder hin. Und wenn man daneben mal so eine Kiste sieht, das ist so eine schmale kleine, da sieht man, der hat ein gutes Maß. Und was ich dann noch bemerkt habe, ich hatte ja vor und habe es immer noch vor, auf der Seite eine Küche einzurichten. Nicht zum Kochen, aber wenigstens warm Wasser, also Teewasser herzustellen, Kaffeewasser herzustellen. Und das ist die Kühlburg, der Platz wird dort bleiben. Ich hatte gedacht, ich könnte eigentlich ganz gut so das hier alles dran haben. Hab aber festgestellt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel die Kiste rausholen will, geht nicht, weil da ist das. Also muss ich umdenken. Das heißt, ich muss praktisch bis hierher kommen. Macht nichts, weil ich habe sowieso vor, hier hinter noch ein großes Brett zu machen bis nach oben. Okay. Dann bin ich eigentlich jetzt schon gut. Das muss dann der Fußraum wahrscheinlich werden. Und wenn ich mir das Ganze so vorstelle, könnte ich eigentlich hier schon eine Platte machen. Und die Platte wird hier mit der Platte, die bis runter geht, hinterm Heizer verbinden. Irgendwie mit Scharnieren oder so. Wenn ich den Sitz zurückstelle auf Fahrposition, habe ich ja diesen Freiraum, den ich zusammenschieben kann. Gar kein Problem. Und ja, bin ich jetzt gerade mal überlegen, wie das weitergeht. Hier einfach mal so einen kleinen Schwenk. Da ist noch ein Tisch zu verstauen. Ich habe noch genügend andere Kisten. Und diese Klapptische verwende ich auch immer gerne. Und so gucken wir einfach mal, was wir davon alles verwenden können und wie. Hier merkt man auch, da kann man noch mal gucken. Aha, da ergibt sich dann Stauraum vielleicht oder hier noch. Also ich finde das schon mal ganz klasse, auch mit dem Tisch. Ja, super. Okay, ich merke schon was. Wenn ich jetzt die Tür hier auf habe und draußen sitzen möchte, kann ich einfach meinen Stuhl hier herstellen und die Platte und genieße den Ausblick. Ich habe mir jetzt hier mal so einen Parkplatz genommen. Das ist so ein Park and Ride. Da kann man dann wenigstens ein bisschen ungestörter arbeiten. Ich fühl mich in so einem Wohngebiet dann immer ein bisschen zu sehr beobachtet. Was macht denn der da? Man hat halt so ein Gefühl. Ne? Genau, hier können wir die Kissen lüften da oben. Und ich würde sagen, ich mache mal weiter. Und ja, es nimmt definitiv Gestalt an. Ich habe ja diesen Tisch gerade mal so genommen als Ablage, damit ich weiß, wie das hinkommt. Dann würde ich hier eine schöne Platte machen, eine ganz durchgehende. Einfach halber hier eine, wo ich noch was dranhängen kann. Dann habe ich den Fußraum und habe das Bett so aufgebaut,
Hier kann ich jetzt gut drin sitzen. Und hier vorne in dem Bereich, da ist eigentlich dann immer das ganze Bettzeug so, weil ich meistens mit dem Oberbett hier drin schlafe. Also wenn es jetzt so kalt ist, könnte ich das machen. Und dann knülle ich einfach dieses Oberbett ganz in diesen hinteren Raum, da passt das wunderbar rein. Kopfkissen bleibt natürlich draußen. Also das wird da jetzt nicht reingequetscht. Und ich habe das jetzt gerade mal ausgenutzt, ein bisschen mit Kissen. Und da passt dann noch ein bisschen mehr weiter rein. Und das ist das, was ich auch schon mal andeutete. Ich kann auch die Sitzposition total gut ändern, indem ich nämlich im Auto auch auf der Seite hier vorne in die Richtung sitzen kann. Hier rausschauen und habe dann die ganze Liegefläche, Sitzfläche. Und was ich jetzt noch brauche, ist einfach einen kleinen Arbeitstisch, den ich verschieben kann, wenn ich am Computer bzw. Tablet arbeite. Hier, das ist jetzt alles noch nicht so ganz, aber schon mal so Ideen halt. Das ist einfach, um Ideen zu machen. Hier habe ich Notlampe, Sicherheit, Verbandskasten, Tasche. Hier hinten den Heizer. Dadurch, dass die Kisten jetzt bei mir wahrscheinlich doch so bleiben, wie sie sind, vereinfacht die Sache. Hier habe ich einen Sitz, der muss nicht da sein, aber der Platz ist da. Hier ist so ein schöner kleiner Faltsitz, den stelle ich auch nochmal vor, ist ganz klasse. Und da passt auch der Heizer rein. Also so und so. Und hier vorne, da kann man also gut noch einen Wasserkanister sowas hinstellen. Ja, auch immer groß und hilfsbereit. Kann man immer wieder gut verwenden. So, Kühlbox bleibt da. Und jetzt schaue ich einfach mal, wie es weitergeht. So, dann habe ich hier noch eine gute Sache, wenn man das jetzt sich mal vorstellt. Das ist eine ganz große Box. Also das ist auch meistens für mich, wenn ich hier draußen kochen würde, kommt da drauf nämlich zum Beispiel sowas. Ich habe auch noch was anderes und dann kommt da gut der Kocher drauf. Hier drunter kann man Küche machen, kann man ein paar Bretterchen reintun, dann ist es einfach Töpfe und so weiter. Und wenn man möchte, tut man den Deckel davor. In dem Falle, ja, da habe ich eigentlich keine Essenssachen drin, dann lasse ich es da doch so wie es ist, ventiliert. Ich wollte gerade sagen wegen Mäusen, aber da kommen keine Mäuse rein. So, jetzt kann man das, dieser Platz hier, da ist diese Kühlbox, gibt es auch zu kaufen bei diesen gelb-blauen Läden, Marke, Supermarke, Supermarktkette, blau, gelb und rot, ein bisschen. So, dann kann man nämlich entweder diese Boxen hier reinstellen von dem Format oder dieses Format. Und hier oben drauf passen natürlich auch weitere Kisten. Das ist jetzt nicht so sinnvoll gepackt, aber normalerweise greifen die gut übereinander. Mache ich dann also gerade noch mal anders, so wie ich das auch machen würde. Das heißt, dieser große Stauraum hier habe ich ja einfach zum leichteren Transport von irgendwelchen Sachen. So, arretiert. Arretiert. Das ist schon mal gut. Wenn ich möchte, mache ich aber jetzt nicht, kann ich dann noch hier weiter hochstapeln. Das wäre dann, wenn ich mit Kleidung unterwegs bin, da stört mich das nicht, dass ich hier hinten richtig hochgehe. Die Kiste, wenn ich am Campingplatz bin, steht die draußen, hat Stromanschluss oder auch Zigaretten am Zünder. Gutes Format, nur aufpassen. Ja, bricht leicht hier raus. Macht nichts, man kann sie ja dann trotzdem noch benutzen und der Säckel bleibt auch fest. Ich habe es jetzt für die Winterszeit einfach so gemacht, dass es nicht vor sich hin muffelt
Und das kann man hier hinten ausklemmen, das ist okay, dann auch wieder einklemmen. Genau. So nicht. Gut, aber man sieht es, man kann jetzt hier entweder so hochstapeln, da hat man halt hier Unterhosen, Socken, Hemden, also das kann man wirklich gut gestalten, wenn der Heizer, wenn der Kühler draußen ist, weil ich den dann draußen hinstellen kann, weil ich Strom habe, dann ist halt dieser Platz sofort ganz frei, dann habe ich wieder eine Fläche. Was ich auch hier noch habe, ist nicht dabei, aber gut nachvollziehbar. Hier passt einfach ein Brett drauf. Und das ist richtig gut. Man hat dann nochmal so einen, ja, man kann so 8 mm Brett nehmen, dann hängt es nicht so sehr durch. Genau. So. Hier sehen wir jetzt mal schon den Aufbau vom Kocher. Eigentlich sind diese zwei Kisten Stapel genau richtig. Dazwischen ist ein Fußraum. Kann nachher auch mal ein Hündchen drin liegen, auf alle Fälle dann in der Nacht, wenn man das möchte. Ja, den Heizer, das mache ich dann schon auch so, dass der dann da rauskommt aus der Ecke. Muss ich mir noch überlegen. Hier oben natürlich nicht so klein, sondern richtig ausfüllend. Eine Platte, die bis runter geht. Hier wäre zum Beispiel der Kocher. Wenn ich den Kocher nicht brauche, verschwindet der wieder in der Kiste. Ja, der Kocher passt nicht genau rein, muss ich so eine Auskerbung machen. Ja, geht. Und daneben würde auch noch eine Kiste hinpassen. Kann man natürlich auch einen Deckel drauf haben. Haben wir irgendwo einen gerade? Nee, eigentlich habe ich jetzt keinen. Der liegt hier drunter. Gut, wunderbar. So sieht das schon mal aus. Dann machen wir mal einen Schwenk von hier innen drin. Da also diese Hohlplatte werde ich gleich ausmessen. Dann habe ich hier so einen Schutz, den ich eigentlich für draußen benutze. Hier im Auto ist er natürlich auch hilfreich. Genau. Die Platte, habe ich gemerkt, kann nicht so tief in den Raum gehen, die muss deutlich kürzer sein, weil ich muss ja eigentlich auch bequem hier mit den, ja, wenn ich mich jetzt zum Beispiel so hier hinsetzen will, dann kommt genau das, was ich mir dachte, die Kante geht hier an das Schienbein, das ist natürlich nicht gut. Von daher die Länge, das kommt hin, im Nacken tut man sich halt, da ist ja die Lehne, da tut man sich ein Kissen hin, also ich denke schon, das muss so mehr in diesem Bereich sein. Da stört das dann nicht mehr, das ist aber hier, das wäre nicht gut. Da kriege ich auch die Krise. So, es hat natürlich überall so ein bisschen Stauraum. Also was ich gesagt habe, hier kann man eine Platte reinlegen. Liegt dann auch praktisch hier oben drauf. Also, oder jedenfalls ein bisschen mit angelehnt. Die kann so breit sein, dass sie richtig hier reinpasst. Die stört nicht. Würde schon sagen, so ja, 8, 12 mm. Ist natürlich super, 12 mm. Man kann ja die Platte dann für zig andere Sachen benutzen. Weiß nicht. Nee, ich hätte auch hier gerne eine richtige Platte und da halt auch noch eine Platte. Ob die 12 mm sein muss, das muss man einfach mal sehen. Wäre aber eine angenehme. Man kann dann nochmal hier seinen Arm drauflegen. Kann man auch auf die Plastikkisten, ganz klar. So, und hier ist auch nochmal ein bisschen Zwischenraum. Na, da passt also auch einiges hin an Wäsche, an Jacken. Ach, guck mal hier, da sind auch noch solche Ösen halt bei dieser A-Klasse verbaut und er hat ja einen ganz glatten, so das ist die Öse, kann man irgendwas festzuholen, wenn man will, und er hat ja einen ganz geraden Boden, das ist ja das Schöne, deswegen ist es keine Erhebung für irgendwelche Sitze, das ist richtig klasse. So, ich glaube, das war's für heute, ich verabschiede mich. Und würde sagen, war eine schöne Sache. Habe ich so ein bisschen hier drin eingelebt. Was ich noch gemacht habe, das ist so eine spezielle Sache. Ich habe hier eine Fensterheber. Also ich habe leider keine Kurbel. Bei den hinteren Fenstern hätte ich es mir gerne gewünscht. Und dann bin ich zu meiner Werkstatt gegangen und habe gefragt, sag mal, kannst du da irgendwas machen, dass ich nicht den Zündschlüssel da hinten immer betätigen muss, wenn ich hier liege.
Und dann hat er gesagt, ja gut, ich guck mal, was möglich ist. Und da hat er etwas Gutes gefunden. Und zwar haben wir hier einen Schalter eingebaut. Das heißt, er muss immer aus sein. Und das Fahrzeug darf auch nicht an sein. Das ist halt so ein bisschen, sonst fliegt einem die 10 Ampere Sicherung raus. Muss man wieder nur neu einsetzen, kein Problem. Hatte ich auch ein paar Mal am Anfang, weil ich halt tatsächlich was vergessen habe. Ach ja, den könnte man ja auch eigentlich rausnehmen. Braucht man das eigentlich hier überhaupt? Kann ich mir noch überlegen, ob ich diese Stütze ist so hinderlich, weil man kommt nicht richtig an die Handbremse dran. Zum Schalten, okay, aber die Handbremse, das ist richtig dumm. Gerade wenn man so im Gelände fährt oder so, oder bergauf, bergunter, kann ich es nicht empfehlen. Also ich würde fast dieses Ding, mal sehen. Klar, hier habe ich die Kabel drin, eine schöne Ablage trotzdem. Also auf der einen Seite ist es ganz gut, aber sie könnte deutlich kürzer sein. Komisch, ne? Dann ist es ja eigentlich keine Auflage mehr. Gut, ich komme wieder zurück zu meinem Thema. Also hier so ein kleiner Schalter. Wenn ihr jetzt auf das Radio schaut und ich schalte jetzt den Schalter ein, jetzt mache ich ihn ein. Seht ihr, jetzt geht die Beleuchtung an. Das heißt, der Wagen ist überall betriebsbereit. Ich kann also jetzt hier mein Dach aufmachen. Okay, sonst müsste ich da vorne immer hinkrabbeln und das ist bei dieser langen A-Klasse, die ist ja richtig lang, komme ich einfach nicht gut hin. So, und jetzt kann ich hier zum Beispiel mein Fenster betätigen und nochmal was sieht, auf der Kamera jedenfalls erschien es nicht. Das mache ich meistens für die Nacht. Dann kann ich von hier aus ein bisschen korrigieren. Und jetzt mache ich das auch. Jo, ganz richtig. Aus. Radio stellt sich aus. Genau. Das ist der Klang von dem Radio. Man sollte jetzt natürlich das Display rausnehmen, weil das ja dann alles geklaut wird. Gut, darauf gehe ich nicht drauf ein. Ich finde es immer ganz gut. Dann weiß ich, okay, ich habe ausgeschaltet. Und was gibt es noch hier Interessantes jetzt zu sagen dazu? Ja, gut, ich habe natürlich immer Uhren und Temperaturanzeige und Feuchtigkeit 29%. Das ist mal richtig klasse. Und hier habe ich noch so eine schöne extra Nackenstütze mir zusammengebastelt. Das ist die normale Kopfstütze, ein Fell drüber. Ist richtiges Fell. Und hier eine, das heißt, wenn der Kopf hier dran liegt, wird der Nacken gestützt und das ist ein ganz anderes Fahren. Nein, man schläft dabei nicht ein. So, also das war's im Moment und da würde ich sagen, für heute alles Gute, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und prima, dass ihr mich begleiten könnt und gerne auch bitte unten reinschreiben. Wie machen das die YouTuber hier unten? In die Kommentare könnt ihr gerne reinschreiben, was euch gefallen hat oder aber auch, könntest du das nicht noch verbessern? Ich bin da sehr offen dafür, mache das auch gerne. Und ich finde es einfach schön, weil ja in der heutigen Zeit, 2021, hat man doch eine ganz interessante Community mit Menschen, die ich hier über die Kanäle treffe. Oder ich bin bei anderen Kanälen ja auch mit drin und verfolge die Aktivitäten. Und irgendwie merkt man, ja, man wird immer eine größere Familie eigentlich. Obwohl man natürlich die Leute jetzt nicht direkt vor der Tür hat oder auch vielleicht nicht unbedingt im gleichen Ort, wo ich lebe. Aber es gibt immer irgendwo Menschen, die auch in dieser Richtung sich interessieren. Gut, alles klasse. Alles gut, euer Wolfgang von Minivan Camping.